hier schon auf die Jugendherberge. Hoffentlich gibt es dort keine Birken. Ich habe nämlich eine Birkenallergie. Sowas ist wirklich schrecklich. Haltung! Gerade sitzen, hinterste Reihe, gefällt mir noch nicht. Ich bin Gerlinde Weiß und ich bin Lehrerin am St. Gertrudi Lyzeum. Wie lange gibt es das Lyzeum? Seit 400 Jahren. Richtig. Es wurde gegründet, um jungen Damen wie euch einen erfolgreichen Weg ins Leben zu ebnen. Wir werden heute eine Reise zur heiligen Gertrudi antreten, um unsere Ängste loszulassen und uns zu befreien. Zu meiner Schulzeit konnte ich leider nicht antreten. Ich war gesundheitlich sehr angeschlagen. Und deswegen bin ich so dankbar und erfreut, heute ein Teil dieser Reise mit euch sein zu dürfen. Inwiefern ist das lehrreich? Abfahrt! Glaubst du an diese Gertrudi? Ich weiß ja nicht. Das ist schon irgendwie komisch. Aber was ist denn für so hässliche Menschen? Ja, so wie bei uns. Ey, Emo! Melissa, Anastasia und der Rest des Quartetts. Euer Verhalten auf unserer Reise war absolut inakzeptabel. Ich verbiete mir dies auf den Rest unserer Reise. Ich verlange Disziplin und Haltung. Hey, seid nicht traurig. Herbert, bitte stopp bitte. Nun möchte ich den Ablauf unserer Reise besprechen, um auch hier die Struktur stets zu bewahren. Morgen werden wir eine Stadtführung durchführen. Anschließend mit einer Kräuterwanderung, um die Bildung auch hier nicht zu vernachlässigen. Tag 3 wird unser persönlicher Höhepunkt werden. Wir werden zur heiligen Gertrudi gehen. Endlich zur heiligen Gertrudi. Du störst die Ruhe. Übernimm das Abendgebet. Danke, heilige Gertrudi, dass du uns zu dir führst. Wir danken dir. Was ist denn diesmal passiert? Treppengeländer. Geht's dir gut? Ja. Seht doch nur ein paar Tropfen. Oh. Blut. Ist alles okay? Auch erstmal eine Tablette. Gegen was hast du denn alles Tabletten? Gegen Angst, gegen Allergien und die Grünen sind gegen Vergiftungen aller Art. Guck mal, was ich hier habe. Nachrichten über verschwundene Kinder. Die habe ich im Treppenhaus gefunden. Leute, das ist hier dagegen passiert. Und immer im Juli. Heute, vor 200 Jahren, ist ein Mädchen verschwunden. Und alle in unserem Alter. Alles Mädchen. Das musst du unbedingt den anderen berichten. Los, schnell. Siehst du auch die ganzen Gesichter? Die bewegen sich. Hier bewegt sich kein Stein. Mach dir keine Sorgen. Doch, die bewegen sich alle. Spürt ihr das auch? Guck mal, was ich hier habe. Keine Zeit. Was ist denn? Alte Zeitungsartikel. Es wird wieder passieren. Alle 100 Jahre. Kinder sind in Gefahr. Wird uns was passieren? Uns wird nichts passieren. Gertrudi wird uns helfen. Ey, denkt ihr, die rufen die Polizei? Nein, doch nicht. Digga, wir sind Kinder. Digga, ja, aber war schon ein bisschen ehrenlos, dass wir einfach Polizei rufen will. Die sind grüß. Die da hinten sind so. Können die nicht normal laufen?
junge Damen, wir haben uns hier an diesem besonderen Ort versammelt, um die heilige Gertrudi zu ehren und so nah an unser Herz zu lassen, wie es nur geht. Ich spüre es schon. Ich hoffe, ihr spürt es auch ganz tief in eurem Herzen. Die Befreiung und Erlösung. Sie hat für uns noch heute eine besondere Bedeutung. Sie hat die Inquisition vorangetrieben und die Hexen beseitigt. Woran erkennen wir Hexen? An ihren blonden Haaren? Nein, das stimmt doch nicht. An ihren roten Haaren. Korrekt. Sie sind hässlich. Mhm. Böse. Richtig. Sie haben Hakennasen. Ja. Es gibt aber auch nette Hexen. Die Frauen wurden runtergemacht. Das waren Heiler und Hebammen. Die hatten was drauf. Schüler, dies möchte ich sofort revidieren. Das ist eine Lüge. Sie bringen Unheil, Mistgunst in diese Welt und haben einen Pakt mit dem Teufel. Ist das nicht die heilige Gertrudi? Nein, das sind drei Frauen aus der germanischen Mythologie. Die stehen für die Gegenwart, für die Zukunft und für die Vergangenheit. Sie sind die Schutzgöttin Urd, Verganvi und Skuld. Sie bestimmen das Schicksal der Menschen und der ganzen Welt und können die Zukunft voraussagen. Wieso stehen wir hier eigentlich? Die sind so hässlich. Ich glaube, ich habe mich verhört. Weiter. Und was machen wir jetzt? Kräuterkunde. Vielleicht Lust, zu unserer Party zu kommen? Meine Damen, die Exkursion ist beendet. Mädels, habt ihr eigentlich noch andere Sachen für die Party heute Abend? Hey, na klar. Endlich raus aus den schwarzen Karotten. Immer griffbereit. Ich auch. Oh, oh Gott. Ich bin deine Frau, mach dich einfach. Oh mein Gott, ja, das ist ein Muster. Yo, hier ist die Party. Hey, cool, dass du mal wieder da bist. Ach, ja. Was bist du für eine Süße mit dir gemacht? Kannst du das wirklich? Ja, was glaubst du denn? Dass du mir das ausdenke oder was? Ich denke nicht, dass das wirklich funktioniert. Kann ich sehen. Das Denken über das Denken wird Unheil bringen. Hier, bitteschön. Danke. Schön, dass du da bist, ne? Bier wie immer? Mhm, klar. Na, hier, kriegst du mal. Die Gesichter? Wer weiß, von wem sie sind. Ja, ich sehe sie immer, wenn ich aus dem Fenster gucke. Das ist richtig unheimlich. Kennst du das? Kennst du diese Blicke, die auf dir ruhen und deine Gefühle und Ängste nicht überwinden lassen? Ja, probier mal noch mal was Rotes, ich mach mal noch einen Schuss rein. Hier. Seid ihr alles okay? Ja klar, ist nur die Klimaanlage. Meinst du? Deine Seele wird verschwinden. Das ist ja gruselig. Junge Damen, heute ist der Tag der Tage und wir werden der heiligen Gertrudi begegnen. Ich glaube, ich gucke nicht richtig. Was ist mit euch? Haltung! Nicht so laut. Wie bitte? Jetzt. Reden Sie einfach nicht mit uns. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Das gehört sich nicht für eine Schülerin des Gertrudi-Lyzeums. Ihr bekommt Strafaufgaben auf. Nein. Jede einzelne von euch. Doch. Nein. Ihr werdet einen Vortrag ausarbeiten über die heilige Gertrudi. Nein! Frau Weiß? Oh, die verrät uns wahrscheinlich. So alles. Die muss weg. Ja, okay. Gut.
Moin Leute, was geht? Moin. Na, wie fandet ihr gestern die Party? Schon scheiße, ne? Echt scheiße. Mir hat so eine Tussi auf die Schuhe gekotzt und ich dachte, ich kann die ausführen. Ich hab gestern voll den fetten Korb bekommen. Ich hab direkt das nächste Treffen. Was? Du? Oh, Wischmopp? Mit den Weibern? Such dir mal was Anständiges. Also ich fand die süß. Wir finden die alle kacke. Ist so. Ist so. Die wollten auch zu der alten Gertrudi. Stimmt. Stimmt. Hetze! Angst, du bloß! Nein, ich verstehe nicht mehr! Aua! Lass mich raus! Lass mich raus, hab ich gesagt! Aua! Nein! Selbst die Lehrerin ist weg. Vielleicht ist das alles nur ein Test. Nein, das denke ich nicht. Sie hat doch eine Aufsichtspflicht. Genau. Aber die kommt doch sowieso nicht wieder. Außerdem, Gertrudi ist doch sowieso scheißegal. Sie kann doch einfach wieder reingehen. Die Lehrerin ist wahrscheinlich schon bei Gertrudi. Es ist ihr Traum, da hinzugehen. Ich glaube, wir sollten da auch hin. Ich habe solche Angst. Und die Gesichter starren mich schon wieder an. Wartet mal, Leute. Ich habe für den Notfall immer eine Karte dabei. Guck mal, Leute, wir sind hier. Und hier ist die heilige Gertrude. Zum Glück halten wir den Weg aus, wenn ich bemerke. Super, ich hab's geschafft. Gertrude hat mich erhört. So, Leute, den schwersten Teil dieser Reise haben wir geschafft. Etwas Böses? Jemand wird eingesperrt. Jemand wird verletzt. Mir geht's nicht so wirklich gut. Wir müssen los. Lotte, Schlange, Tintin kann helfen. Oh, Gertrudi. Oh, du Heilige. Endlich sehe ich dich vor mir. Bitte. Bitte bring mir Erlösung. All die Jahre konnte ich nicht bei dir sein. Ich hatte eine schreckliche Mandelentzündung. Und ich hatte so schreckliche Tage hier mit diesen Teufeln, mit diesen Kindern. Bitte erlöse mich. Schicke Heilung. Mir und den Kindern. Erlöse mich von meinen Ängsten. Oh Gott. Also, ich sehe keine Gertrudi. Seht ihr eine? Wir sind doch richtig hier. Wie kann das sein? Ich muss doch zu Gertrudi. Sie muss sich doch erlösen. Ich hab doch gleich gesagt, dass es voll die scheiß Idee ist, hierher zu kommen. Ja, und auch wenn sie nicht hier ist, es ist so egal. Ich glaube, wir sind falsch abgebogen oder wir wurden verflucht. Nein, das kann nicht sein. Gertrudi war hier. Auf der Karte sind wir hier richtig. Übertreibt es wirklich. Das sind die Jungs? Alles umgefallen. Ja. Ich nicht, dass du direkt umfällst. Digga. Was hat sie am Arm? Tina, die Tabletten. Tabletten. Was hat die am Arm? Ein Schlangenbiss. Wie viele? Alle. Schlimmer kann es nicht werden. Es kann immer alles schlimmer werden. Los! Mach! Das war vielleicht ein bisschen dolle. Ja. Scheiße aus, ne? Trauma, ne? Gibt's
besser? Geht's wieder? Alles wieder okay? Wir fahren